Also das Thema Sicherheit klang bei Ben eben auch schon so ein bisschen an. Ihr habt ja sicherlich auch alle gemerkt, dass es in den letzten Monaten oder so im letzten Jahr bei Magento relativ aktiv geworden ist. Es wurden sehr viele Patches released. Wir waren da am Anfang auch so ein bisschen unvorbereitet, keine Ahnung, weil relativ viel rausgekommen ist. Und haben festgestellt, dass wir uns mit dem Thema wirklich sehr, sehr ernsthaft beschäftigen müssen. Und das wird auch dieser Vortrag zeigen. Genau, wir haben auch ein entsprechendes Support-Team bei uns eingerichtet, um auf solche Malware-Veröffentlichungen und so weiter schnell reagieren zu können. Genau, und haben am eigenen Leib erfahren, was passieren kann. Ich muss dazu sagen, die Case-Story, uns selber ist es noch nicht passiert, dass ein Shop gehackt worden ist. Die Case-Story bezieht sich auf einen Shop, den wir übernommen haben. Ja, und was wir dann gemacht haben, wollte ich mal zeigen. Genau, wir haben halt gelernt, okay, das Thema Security, wir sind keine richtigen Experten. Es gibt Dienstleister, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Das sind wir sicherlich nicht, aber auch als Magento-Agentur muss man einfach fit sein in dem Bereich, weil die Patches, die da jetzt released worden sind, die wurden nicht einfach so released, sondern es gab einfach verdammt viele Angriffsvektoren auf Magento-Shops und ja, auch böse Dinge, die da passiert sind, und da musste Magento, jetzt sage ich schon wieder Magento, Magento, entsprechend darauf reagieren. Ja, so muss jede Agentur natürlich auch für ihre Kunden gewährleisten, dass das nicht passiert, was hier in diesem Fall passiert ist halt, ne? Wir haben von einem Lead einen Anruf gekriegt, die einen Shop betreiben, der sollte wieder nach vorne gebracht werden. Der Kunde hatte wohl neue Investitionsmöglichkeiten, lag so ein bisschen brach. Ja, und hat sich auch niemand so richtig drum gekümmert. Wie gesagt, wir waren es auch nicht. Ne? Und hatten diese Anfrage bezüglich vor allen Dingen Update von Magento, weil so ein richtig gutes Gefühl hatte der Kunde nicht. Er wusste noch nichts davon, was ihm eigentlich geblüht ist, was passiert ist. Er wusste es noch nicht, aber so ein richtig gutes Gefühl hatte er nicht, weil da kamen ein paar Fehlermeldungen, irgendwie mal so, die sich nicht erklären lassen haben. Integration von Zahlarten sollten wir da gleich mitmachen. Und was wir in so einem Fall machen, ist natürlich erstmal das, was wir geliefert bekommen, zu untersuchen. Und es ist leider so, wir haben viele Shops übernommen. In letzter Zeit von Händlern. Was wir da aber nur kriegen, sind die reinen Quelltexte, keine Versionshistorie. Laden uns also die Quelltexte runter und gucken erstmal an, wie hat denn der Dienstleister vorher eigentlich gearbeitet. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns, und die Erfahrung haben wir wirklich so häufig gemacht, auch erstmal den Core angucken. Weil ich weiß nicht, wem das schon passiert ist, uns ist das wirklich häufig passiert, dass nicht mit den von Magento vorgesehenen Rewrite-Funktionen oder Events und so weiter Funktionen customized werden, sondern es gibt Leute, die wirklich direkt im Code reinhacken. So. Und das mögen wir nicht. Ja, deswegen, wenn wir so einen Shop übernehmen, gucken wir erstmal, ist eventuell der Core verändert. Wenn er verändert worden ist, wissen wir schon immer, das ist nicht so gut. Da haben wir ein bisschen Arbeit, um bestimmte Refactoring-Sachen durchzuziehen. Und das war auch unser Anliegen bei dem Shop, ja, dass wir halt die Änderungen, die tatsächlich unter Code Core Mage, also im Core-Quelltext gemacht worden sind, in eigene Module auslagern. Ne? Und dann mit entsprechenden Rewrites oder Events entsprechend diese Funktionalität wieder bereitstellen, die in dem Core verändert worden ist. Genau, haben wir halt ein paar Sachen gefunden. Was wir dann machen, wir nehmen halt dasselbe Release, wie in dem Fall von dem Shop, dasselbe Magento Release, nehmen Versionshistorie und gucken an, was wurde so eigentlich geändert. Dann findet man das relativ schnell raus. Ja. Dabei sind uns aber ein paar Stellen aufgefunden, die irgendwie merkwürdig waren, wo wir auch irgendwie nicht so richtig Funktionalität hintergesehen haben und haben Codestellen gefunden, die irgendwie komisch aussahen, die mit sinnvoller Funktionalität nicht viel zu tun hatte. Und haben hier zum Beispiel als Beispiel
die Kreditkartenmethode gefunden, die bei Magento nativ drin ist, findet man im Payment-Modul und haben jetzt hier zum Beispiel die Methode Kreditkarte, wie eben schon gesagt. Eine Sache ist uns aufgefallen, das ist hier diese eine Zeile, This Store Infos. Sieht irgendwie ja jetzt schon mal eigentlich gar nicht so verdächtig aus. Ne? Haben sie irgendwie, könnte im Magento-Kontext irgendwie funktionieren. Wenn man sich diese Methode allerdings mal genauer anguckt, und das haben wir auch festgestellt, dass die in der Ursprungsversion nicht mit drin ist, sieht man hier schon irgendwie so komische Sachen, so ein String, der hier so hart einkodiert ist, beispielsweise. Ja? Oder hier eine Datei, die geöffnet worden ist. Ne? Der Quelltext lesen kann, sieht relativ schnell auch, was gemacht wird. Es werden Kundeninformationen, unter anderem auch Kreditkarteninformationen, ausgelesen und die werden in eine Bilddatei gespeichert. Sie wird erst geöffnet und dann werden die Informationen, die von dem Kunden generiert werden, in diese Bilddatei irgendwie reingeschrieben und dann wird es wieder geschlossen. Das sieht ja schon mal nicht so gut aus. Ne? Also haben wir irgendwie gedacht, müssen wir uns mal angucken, was diese Datei so kann. Und die sieht so aus. Ein Magento-Logo. Soweit irgendwie nicht so auffällig, aber irgendwas muss da ja passiert sein. Und wenn man die sich dann mal als Textdatei anguckt, dann ahnt man schon, was da irgendwie passiert ist. Wir haben hier die BDR-Daten von dem Bild und unten angehängt haben wir entsprechende Kundendaten. Ja. Ich habe jetzt hier die Kreditkartendaten mal auskommentiert, aber es waren tatsächlich auch die letzten Stellen der Kreditkarte hier sichtbar und entsprechende weitere Informationen. Was natürlich relativ klug ist an dieser ganzen Angelegenheit ist, ich habe es eben schon mal gezeigt, das ist im Browser, die haben es im Media-Ordner gespeichert und somit ist es von überall abrufbar. Das heißt, der Angreifer hat jetzt natürlich die Möglichkeit, einfach per Browser, der kennt den Pfad, ja, weil irgendwie hat er diesen Quelltext da reingebracht, kennt also auch den Quelltext. Und weiß genau, wo er suchen muss, kann sich die Bilddatei runterladen und hat halt entsprechend über den Texteditor diese entsprechenden Kundendaten. Was er damit macht, wissen wir natürlich nicht. Das ist tatsächlich auch wohl bei relativ vielen Magento-Shops so passiert. Wenn man natürlich einen Provider eingebunden hat, beispielsweise also einen Payment-Provider eingebunden hat, wo man dann zum Beispiel am Ende des Checkouts Kreditkartendaten direkt beim Provider bei einer externen Seite erfasst, hat man so ein Problem nicht. In dem Fall war es tatsächlich so, dass wir auch einen Provider natürlich hatten, aber hier Funktionalitäten per API genutzt worden sind. Das heißt, es wurden tatsächlich Kreditkartendaten aus diesem Magento Core Checkout benutzt, dann an den Provider gesendet, per API-Funktion, ne, und auch bei Magento nicht weiter verwendet. Aber an der Stelle waren die sehr wohl da. Genau, eine ähnliche Stelle haben wir auch im Checkout-Controller gefunden. Da steht im Prinzip eigentlich genau dasselbe drin. Das heißt, der Angreifer wollte hier wohl sehr sicher gehen und hat halt sowohl in der Bezahlmethode, in dem Model der Bezahlmethode, als auch im Checkout-Controller diesen Quelltext mit den Kundeninformationen und entsprechend mit diesem Magento-Bild, das ist dasselbe Magento-Bild eingefügt. Hat funktioniert. Genau, was haben wir noch gefunden? Also in dem Moment waren wir natürlich erstmal so ein bisschen so, boah, das ist ja irgendwie krass. Dem Shop können wir nicht so ganz trauen. Deswegen sollten wir auch vielleicht nicht nur den Magento-Core untersuchen, sondern vielleicht auch mal ein paar Extensions uns mal genauer angucken. Das haben wir auch gemacht. Haben Extensions runtergeladen in derselben Version und auch wieder mit einem entsprechenden Vergleich versucht, eventuell schadhafte Stellen zu finden. Und da sind auch einige aufgefallen, nämlich in einer Extension, die sich dann nennt Checkout bei Amazon. In dieser Extension waren bestimmt 40-30% der Dateien infiziert, wie wir dann festgestellt haben. Und nämlich auf folgende Weise. Hier, das müsste ich eigentlich mal auskommentieren und den obersten
Kram müsste ich einkommentieren. So ein schräger Code steht da halt drin. Da ist irgendwie so alles verwurstelt. Also so ASCII-Code ist da mit drin. In dem Fall ist es kein Base-kodierter Code, aber diese Stellen haben wir auch gefunden in dieser Extension, dass Base64-kodierter Code da drin ist. Code, der im ersten Moment nicht lesbar ist. Ja? Auch im ersten Moment nicht durchsuchbar, weil es gibt so ein paar Funktionen bei PHP, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Eval zum Beispiel ist so eine Sache. Sowas lässt sich mit so einem Code nicht auffinden. Das Gute ist, dass es Möglichkeiten gibt, sowas lesbar darzustellen, auch für den Menschen. Da gibt es eine Seite, die heißt anphp.net, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da kann man entsprechend einen Quelltext, der ungefähr so eine Struktur hat, eingeben, wo man schon sieht, da sind Codierungsmechanismen am Werk. Ja, genauer gehe ich da jetzt nicht ein, weil ich es ehrlich gesagt selber nicht so ganz verstehe, wie diese ganzen Codierungssachen da funktionieren. Okay, kann ich von hier nicht aufrufen, macht aber nichts, weil der codierte Code steht nämlich hier. Den habe ich schon mal codiert und hier eingefügt. Was dieser Code kann, ist, sich Request-Parameter zu greifen, ob die jetzt per Cookie oder per Get oder per Post entsprechend an so ein Skript übertragen werden, kann diese auslesen, kontrolliert noch, ob bestimmte Werte gesetzt sind. Und das eigentlich Spannende passiert dann im Prinzip hier. Wenn das da ist, dann kann er noch einen Parameter auslesen, der da heißt PHP-Code. Ich hoffe, könnt ihr das lesen? Genau, PHP-Code. Und durch dieses Eval führt ihr diesen Code auch aus. Das heißt, man hat die Möglichkeit, PHP-Quelltext über die Zugabe eines beispielsweise Get-Parameters ausführbar zu machen. Und damit kann man irgendwie doofe Sachen machen. Hier habe ich das mal gezeigt. Ne? Was ich jetzt hier zum Beispiel gemacht habe, und ich möchte sagen, dass ich, um das hier vorzuführen, einen reinen Magento-Shop, so wie man in der 1.9er-Version bekommt, mit entsprechenden Sample-Datas, habe ich runtergeladen und dieselben Codestellen genauso infiziert, indem ich diese Extension genommen habe, die wir da in dem Shop hatten, da installiert habe und was ich später noch zeigen werde, Sachen da entsprechend gemacht habe. Und wenn ich tatsächlich eine bestimmte Route aufrufe, das ist hier Checkout bei Amazon jetzt in diesem Fall, Checkout-Index, und ich bestimmte Parameter setze und dann auch diesen PHP-Code in diesem Fall lasse ich mir einfach mal das Document-Root ausgeben. Ne? Also das heißt, das Verzeichnis, die Verzeichnisstruktur, auf dem der Magento-Shop aufgesetzt ist, kann ich mir hier wirklich ausgeben lassen, wie mein Root-Verzeichnis ist. Ja, das kann in diesem Fall den Angreifern geholfen haben, um das, was ich vorhin gezeigt habe, das Bild zu ans entsprechende Verzeichnis zu setzen und entsprechend zu lokalisieren. Ne? Ich gehe da jetzt nicht zurück, aber da war tatsächlich der komplette Root-Path als Dateiname mit angegeben und dann entsprechende Bildpfade. Es ist natürlich auch denkbar, dass man dadurch zum Beispiel Dateien verändern kann. Zum Beispiel könnte man dadurch diese Kreditkartenklasse verändern, die wir eben gerade gesehen haben. Oder, was man entsprechend auch machen könnte, ist der andere Issue, der uns dann aufgefallen ist. Wir haben nämlich irgendwie auch festgestellt, dass die HTXS irgendwie so komisch aussah. Ganz oben stand irgendwie so eine Zeile, die sieht jetzt erstmal nicht so verdächtig aus, aber so richtig Standard ist das bei Magento jetzt auch nicht. Ja? Eine weitere Malware. Es wird nämlich hier gecheckt, wer es lesen kann, hat es vielleicht schon erfasst. Ich versuche das mal zu übersetzen. Wenn jemand mit einem User Agent auf die Webseite geht, der einen Bot beinhaltet, wie zum Beispiel der Google Bot, das sieht man hier, ne? Oder Yahoo oder Bing, und dann noch ein paar Sachen, dann leite bitte auf eine bestimmte Datei um. Aber nur für die.
Nicht für den normalen Benutzer, nicht für den Shopbetreiber, derjenige, der einkaufen will, nur für den Google-Bot. Und das ist auch tatsächlich passiert. Na, Moment. Hier haben wir die HTXS. Und das ist die Datei. Hier oben habe ich den Originalquelltext dieser Datei wieder eingestellt. Das ist wieder kodierter Kram und so weiter und so fort. Ne? In dem Fall wurde hier tatsächlich Base64 was dekodiert. Dann gibt es hier noch ein Eval da drin. Immer nicht schön. Habe das auch wieder durch das UnPHP dekodieren lassen. Und dann bekommt man im Prinzip eine Funktionsweise raus, die so aussieht. Ja? Was hier im Prinzip gemacht wird, ich versuche das mal kurz zu erklären, bin da tatsächlich auch mal mit dem Debugger irgendwie durchgesteppt, was da so passiert, ist, dass nochmal gecheckt wird, wenn ich als User Agent ein Bot bin, dass dann erstmal die Originalsource geladen wird von meiner URL, zeige ich gleich nochmal, also wenn ich jetzt eine Kategorieseite habe, Männerbekleidung oder Outdoor-Möbel oder so, wird die Originalressource geladen. Aber, und das erkennt man zum Beispiel hier so ein bisschen. Ne? Also so 100% habe ich das jetzt auch nicht alles verfolgt. Oder hier, Preg Replace, sieht man hier immer was mit Links, mit A. Da, mit dieser Seite wird noch ein bisschen was gemacht, bevor sie dann am Ende ausgegeben wird. Aber nur dem beispielsweise Googlebot. Also hier am Ende wird die Seite wieder gedruckt, aber vorher wurde über bestimmte Preg-Replace-Mechanismen was damit gemacht. Und was damit gemacht wurde, sieht man hier. Ich habe es schon mal geladen. Das ist die Seite, die ich selber als Benutzer jetzt hier gesehen habe. Das ist hier der Standard-Shop. Hier gibt es eine Kategorie Man. So sieht die entsprechend aus. Man hat die Möglichkeit, bei Google, beim Chrome zum Beispiel, den User Agent zu ändern. Habe ich immer gemacht. Habe den Googlebot eingetragen und dann sieht man die Seite. Die sieht im ersten Moment noch irgendwie ähnlich aus, aber im zweiten Moment sieht man sowas hier. Und da ist irgendwie noch so ein schöner, hier Viagra sieht man da. How safe is Viagra online? Das heißt, was die Angreifer hier erreicht haben, ist, dass Google Sachen sieht, die wir selber nicht sehen. Und diese Sachen, die Google sieht, sind Backlinks, in diesem Fall zu Viagra, sind auch noch andere Seiten und so weiter. Das heißt, diese Seiten wurden damit im Google-Ranking gestärkt, dass diese Backlinks gezeugt worden sind. Und der Shopbetreiber hat es aber selber nicht mitbekommen, weil er wahrscheinlich seine Seite selber nicht gegoogelt hat. Und das ist natürlich mega unschön. Als wir dann die Seite mal gegoogelt haben, sind tatsächlich auch Sachen aufgetreten, die will man als Shopbetreiber mit Sicherheit nicht sehen, wenn man nach so einem Shop dann entsprechend googelt. Also das hat uns schon so ein bisschen geschockt, ne, dass sowas passiert, dass man sowas entsprechend nicht mitbekommt. Frage ist halt, wie passiert sowas überhaupt? Ne? Und da habe ich ja das Patchen schon angesprochen, es gab Sicherheitslücken. Eine sehr bekannte Sicherheitslücke war Shoplift, komme ich gleich nochmal zu. Wir haben auch bei Magento gesehen, dass Magento Extensions veröffentlicht hat, die nachweislich Sicherheitslücken hatten. Natürlich kann auch die Peripherie ein Problem machen, also es gab den Heartbleed-Issue. Jetzt hatte ich gerade vor 2-3 Tagen ein Problem bei ImageMagick mitbekommen, dass man da über das Hochladen von Bildern auch Sicherheitslücken, SQL-Injections und so weiter verursachen kann. Und was auch ein großes Problem ist, das habe ich jetzt auf der E-Commerce Talks in Berlin gesehen, da hat ein Sicherheitsexperte auch über diese ganzen Geschichten referiert und der sagte, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und das kann auch in diesem Fall ein Problem gewesen sein, dass man WordPress-Seiten zusammen mit anderen Systemen auf einen Server packt. Weil es einfach bei WordPress, dadurch, dass es so stark verbreitet ist, sehr viele Attacken drauf fahren.
Was wir gefunden haben, noch hatte ich nicht erzählt bisher, ist in den Admin-Usern Daten, die sehr verdächtig aussahen. Das heißt, wir haben Admin-User gefunden, die wahrscheinlich von einem Menschen nicht angelegt worden sind. Ja? Was so ein bisschen darauf hinweist, wir können das nicht ganz genau reproduzieren, dass es sich vielleicht doch um diesen Shoplift-Issue handelte, den Magento aber auch durchs Patchen relativ schnell geschossen hatte, aber da ist relativ viel passiert. Ja? Shoplift war eine Sicherheitslücke, die sich mit den Backend-Routen, die mit den Backend-Routen bei Magento zu tun hatte. Also man konnte bei der Authentifikation bestimmte Parameter mit übergeben in der Route und dann die Datenbank kompromittieren. Ja? Da steht ja auch, as a result, the store can be fully compromised by creating counterfeit administrator accounts and or installing malware on the server. Und das mit den Administrator-Accounts, die man dann einfach so anlegen kann, das ist natürlich irgendwie echt blöd. Warum ist das blöd? Könnte auch in unserem Fall ein Grund gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich es geöffnet habe. Man hat halt die Möglichkeit, über den Magento Connect Manager Paketdateien hochzuladen. Und so könnte natürlich unsere kompromittierte Extension da halt auch reingekommen sein. Ne? Das ist natürlich echt ein Problem. Genau. Was wir jetzt gemacht haben, um erstmal mit dieser sehr problematischen Situation umzugehen, ist, dass wir erstmal den Shop runtergenommen haben, in Wartung genommen haben, um weiteren Schaden halt zu verhindern, weil wenn Kundendaten da natürlich in die Bilder gespeichert werden, das vielleicht nicht ganz so wunderbar. Und natürlich auch, um weitere Infektionen zu verhindern, ja, weil der Shop ja anscheinend in seinem aktuellen Status sehr leicht zu infizieren war. Den Schadcode haben wir natürlich beseitigt, dem Shop ein Update unterzogen, damit mussten wir natürlich sowieso die Schadstellen beseitigen, haben die Extensions alle aktualisiert auf den aktuellsten Stand und damit natürlich auch den Schadcode entfernt. Wir haben Funktionen, die eventuell nicht nötig waren, Extensions, die eventuell nicht nötig sind, runtergeschmissen von der ganzen Geschichte. Haben sichergestellt, mussten wir jetzt nicht patchen, weil wir die aktuellste Version hatten, aber haben halt sichergestellt, dass wir auch während des Entwicklungsprojekts natürlich immer weiter patchen, logischerweise, solange wir noch nicht released hatten. Die Backend-Benutzer sollten lieber vielleicht auch besser raus. Ne? Genau, und haben uns das mit dem Hosting nochmal genauer angeguckt, um etwaige weitere Infektionswege, wie jetzt das Heartbleed zum Beispiel oder was auch immer, auszuschließen. Ne? Die Herausforderung, die wir hatten, ist, dass wir halt keine Versionshistorie hatten. Ist natürlich immer einfacher, wenn sowas passiert, was nie einfach ist, aber wenn sowas passiert, dass man noch eine Versionshistorie oder Backups hat oder so. Dass man halt einen Vergleich hat, wie sah es vorher aus, und dann findet man die Schadstellen einfacher halt. Aber wir mussten jetzt ja wirklich alles durchgucken, wir mussten auch die Templates durchgucken, ja, und die Templates waren schon individualisiert, das heißt, die können wir nicht auf einen bestimmten Stand zurücksetzen, sondern Templates werden halt customized, werden angepasst, so wie der Kunde das haben will, und da einen Vergleich zu ziehen zu irgendwas war halt natürlich einfach nicht möglich, da mussten wir wirklich tatsächlich die Quelltextdateien einzeln untersuchen. Was für uns natürlich auch ein Problem war, dass die Core-Dateien funktional verändert waren, weil wir dadurch natürlich auch es schwieriger hatten, sage ich mal, diese Schadstellen, die direkt vom Server verändert worden sind, zu finden, weil ja auch der Dienstleister vorher Sachen verändert hat und wir wissen nicht welche. Ne? Und dass wir natürlich auch keine Kenntnis hatten in dem Fall über die Serverstruktur, über die Sicherheit der Zugänge und. Das mussten wir alles noch lernen in dem Projekt, das war ja ein neues Projekt. Genau, warum passiert sowas? Das ist jetzt mal so eine Idee von mir, warum sowas halt irgendwie passieren kann. Gibt halt Leute, die gerne wertvolle Informationen haben und damit entsprechende Geschäftsmodelle verwirklichen.
die daran interessiert sind, dass die Server entsprechend infiziert sind, Botnet, dass man Phishing-Seiten aufbaut und ne, also mit dem Server halt entsprechende kriminelle Handlungen durchziehen kann. Was wir hier gesehen haben, sind diese Suchmaschinen-Backlinks. Habe ich bei meinen Recherchen nicht so oft gefunden. Aber hier war das entsprechend die Idee des Angreifers, sowas zu erzeugen. Und was auch ein häufiger Grund ist, ist einfach, weil man es kann. Ja, Leute, die sich beweisen wollen, die auch vielleicht den Kumpels irgendwie zeigen wollen, guck mal, was ich hier gemacht habe, mach mal hier den User Agent von Google an und dann werden wir uns alle totlachen. Aber das ist tatsächlich so. Genau. Das sind jetzt hier Maßnahmen, das ist nichts Neues, wenn ihr jetzt in letzter Zeit auch die ganzen News von Magento und so weiter verfolgt habt, da gibt es ganze Artikel dazu, was man machen sollte. Natürlich auf HTTPS den Shop laufen lassen. Schnelles Patchen, das ist in diesem Fall des Shoplift-Issues zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, dass das Zeitfenster der möglichen Attacke so kurz wie möglich ist. Passwörter sollten wirklich sicher gewählt werden. Das gilt für alles. Das gilt für die Backend-User, das gilt für den Zugriff auf den Server. Mit SSH-Keys arbeiten entsprechend und genau, da wirklich drauf achten. Das beinhaltet natürlich auch vernünftige Prozesse in der Agentur oder auch in der Firma, weil Mitarbeiter gehen mal, Mitarbeiter kommen wieder und so weiter. Da muss man seine Zugänge vernünftig warten. Ja? Manchmal reicht es mit Git aus, wenn man jetzt anders deployt beispielsweise, gibt es noch Maßnahmen, es gibt Extensions, habe ich gesehen, die man installieren kann, die beispielsweise Snapshots von einem Stand, den man definiert, erzeugt und diesen Snapshot immer vergleicht mit dem aktuellen Quelltextstand. Und wenn sich da von außen was verändert, wird man entsprechend benachrichtigt, und zwar sofort. Ja. Das kann man machen, haben wir noch nicht ausprobiert, inwieweit das funktioniert, aber das könnte eine gute Alternative sein. Dann gibt es diese Seite MateReport, kennt ihr die? Da kann man die URL seines Shops eingeben und die Seite ist in der Lage, halt auf bestimmte Vulnerabilities zu checken. Ja, das checkt zum Beispiel Security Patches. Oder beispielsweise auch bekannte Angriffsvektoren, die bei Magento so aufgetreten sind. Da gab es den Credit Card Hijack, es gab was mit einer Ransomware oder auch diesen JavaScript-Hack, Google Inc. Das sind so bekannte Angriffsvektoren gewesen und da werden dann entsprechend Dateien kontrolliert, ob die entsprechende Merkmale unterhalten. Und diese Checks sind kostenlos und sollte man regelmäßig tatsächlich durchführen für seinen Shop, um sicherzugehen, dass nichts passiert. Was auch immer gesagt wird, ist, die bekannte Admin-Route umzubenennen. Das ist im Prinzip eigentlich nur ein Eintrag in der Localhost. Das heißt, der Zugriff über das Backend sollte nicht über Admin slash erfolgen, sondern Shop-Backend, Shop-Administration, was auch immer. Da muss sich der Kunde natürlich einigermaßen merken können. Ja, aber andererseits sollte es nicht der Magento Standard sein, worüber solche SQL-Injections möglich sind und was Angreifer automatisiert testen, um da diese Backend-Zugänge zu erlangen. Am besten ist natürlich, dass man die Admin-Route auch noch mit einem HTXS-Schutz versieht. Empfohlen ist, dass man da halt nach IPs filtert, wenn das nicht möglich ist, vielleicht halt noch einen entsprechenden Passwortschutz davor setzen. Dann haben Maschinen auch Probleme, diese Admin-Route dann zu erreichen. Was ich eben gezeigt habe, war dieser Connect zu Magento Connect. Ja, der Downloader, mit dem man Extensions runterladen kann oder per Package-File halt hochladen kann. Wenn man von einer Agentur betreut ist, macht es eigentlich nicht viel Sinn, dieses Ding online zu haben. Weil also wir zumindest deployen halt anders. Wir werden nie live diesen Downloader benutzen, um irgendeine Extension da irgendwie zu installieren. Ja? Und wozu das führen kann, nämlich die Installation von entsprechend infizierten Extensions, das ist dann nicht so schön.
Man muss natürlich nicht nur auf Magento achten, sondern auch auf die Extensions, die man installiert hat. Also was wir halt auch mal wieder sehen, wenn wir Shops übernehmen oder was aus der Historie dann, wenn man so einen Shop betreibt, so gewachsen ist, dass man halt irgendwie erstmal eine Extension installiert und die ausprobiert und irgendwie bleibt die dann in so einem Quelltext hängen. So. Je mehr Code man hat und je älter die Extensions sind, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass man damit irgendwie ein Problem kriegt. Deswegen sollte man da tatsächlich Extensions, die man gar nicht benötigt, einfach rausschmeißen. Ja? Und Extensions, die man benötigt, natürlich entsprechend watchen und dann auch updaten. Magento hat auch eine Liste rausgegeben. Also da kam neulich ein Post, das waren 3 oder 4 Extensions, mit denen man aufpassen muss. Aber grundsätzlich sollte man natürlich auch da, genauso wie bei Magento, entsprechende Updates fahren. Und das Letzte, was ich hier aufgeschrieben habe, war das, was ich vorhin schon mal erzählt habe, dass die Empfehlung, jetzt beispielsweise WordPress und Magento serverseitig zu trennen, das wäre eigentlich ganz vernünftig, weil die Issues bei WordPress sehr, sehr häufig sind. Und wenn man den Zugriff auf den kompletten Server generiert, generiert man auch den Zugriff auf die entsprechenden E-Commerce-Daten. Genau. Ja, womit wir uns oder was wir alle verinnerlichen sollten, ist, dass wenn wir irgendwie Websites betreiben, haben wir eine hohe Verantwortung. Und wenn wir E-Commerce-Websites betreiben, haben wir eine richtig große Verantwortung. Ja, nicht nur gegenüber unseren Kunden, ich jetzt als Agentur, aber auch als Shop-Betreiber gegenüber dessen Kunden. Genau. Das war's, was wir so erlebt haben damit.